Können wir ganz kurz einen Bildcheck machen, ob es diesmal wirklich aufgeräumt ist? Weil Arthur neigt ja dazu dann doch mal gerne die beschissensten Orte, wie in so einer Doku von RTL 2, so mit so einem schwarz-weiß in so Ritzen rein, wo, und du kannst, hast ja immer irgendwo eine Ritze. Jeder hat irgendwo eine Ritze versteckt. Das kann mir keiner sagen, dass es nicht irgendwo Ritzen gibt. Und da filmt er immer rein und sagt, ihr Dreckschweine. Und dann sagen alle draußen, Arthur hat recht, ihr Dreckschweine. Haben wir das drauf? Weil das kann, das ist meistens Arthurs Schuld. Wir machen auch immer über AI, macht ihr dann noch so extra Dreck irgendwo rein. Jetzt hör doch mal. Hey, hey, hey. Es gibt hier nichts zu sehen, es sind Vorbereitungen, die getroffen worden sind. Und das kann, braucht hier auch keiner zu sehen. Das ist Quatsch. An der Stelle sei gesagt, dass wenn ihr fundamentale Kochkenntnisse erwerben wollt, dann seid ihr hier auf dem Kanal ganz richtig. Also lasst doch gerne ein Abo da, like das Video. Und teilt es auch gerne mit euren Freunden oder Freundinnen. Und dann könnt ihr alle bald im Genuss dieses fantastischen Wissens sein und euch gegenseitig auch mal gerne was kochen. Und dafür stehen wir alle hier im Team Brot mit einem in unserem Namen, dass ihr das mal wisst. Tafelspitz ist das heutige Rezept. Also für uns ist es wichtig, dass wir irgendwo auch die Oma stolz machen. Und mit diesem Gericht, mit Tafelspitz, macht ihr Oma, eure Oma stolz. Und ich weiß auch genau, mein Kumpel Thomas hat sich zu Anfangszeit meiner Video-Creation-Tage gewünscht, ich soll doch mal eine Meerrettichsoße machen. Das war vor 7 Jahren. So sehr gehe ich den Wünschen meiner Freunde nach. Aber es ist nicht vergessen. Es ist nicht vergessen und genau die machen wir heute. Wir machen Tafelspitz mit Meerrettichsoße und dazu ein bisschen Gemüse und ein paar Kartoffeln und einfach ein wunderschönes Essen. Alles aus einem Topf, ihr habt eine wunderbare Brühe, alles kommt am Ende auf den Tisch, die Familie kommt zusammen, man hat für morgens noch einen Aufschnitt, wenn was übrig bleibt, man hat Kartoffeln, man hat frisches Gemüse. Ah, auf geht's! Schreibt doch mal bitte, wenn ihr noch Klassiker-Vorschläge habt, ob jetzt internationale Klassiker, ich meine, das hier ist jetzt aus Österreich, aber ich finde im deutschsprachigen Raum auch oftmals gesehen, ob in der Schweiz oder in Deutschland, dann schreibt mir unten in die Kommis, was ihr gerne sehen wollt an Klassikern, was ihr noch kennt von euren Großeltern oder was früher, als ihr noch so klein wart, irgendwie mitgegessen habt, wo ihr sagt, das suche ich, das gibt's nicht mehr, aber auch jetzt nicht so super. So, weißt du, es gibt auch sowas wie Maultäschle auf Linsen, das ist Quatsch. Wir nehmen hier ein bisschen was vom Fettdeckel runter, weil es ist einfach ein bisschen zu viel. Wir haben da auch einen Vorher-Nachher-Vergleich für euch vorbereitet. Du machst wahrscheinlich gar nichts und lässt mich einfach nur laufen, ne? Also passt auf, wenn wir das Ganze garen, dann sieht das Ganze am Ende so aus. Manche Leute stehen jetzt auch drauf, dass wenn man hier eine dünne Scheibe runterschneidet, dass man oben einen kleinen Fettdeckel hat. Aber ich finde, Leute, schaut an euch runter. Urteilt selbst. Haltet ihr es für richtig, zum aktuellen Zeitpunkt, der Sommer kommt, so einen Fettdeckel drauf zu lassen? Alles, was wir hier an Fett sparen, können wir uns ja wieder in die Soße packen, versteht ihr? Aber ich finde jetzt einfach, dass wir hier an der Stelle auch, wir können auch eine schmalere Speckschicht drauf lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier unten drunter und schneiden mal hier entlang des Fettes einfach runter. Wir können hier ganz einfach das Fett später schmelzen und darin können wir dann später unsere Kartoffeln machen oder Bratkartoffeln oder Pommes. Öl ist teuer geworden, Butter ist teuer geworden. Also nehmen wir uns einfach hier das Fett und schmelzen es nebenbei für später. Ich weiß nicht, ob wir das heute benutzen oder einfach in Glas wegpacken. Und wir verwerten das gesamte Stück Fleisch, was wir erworben haben. Beziehungsweise vom Tier kommt nichts weg. Leute, wir brauchen einen großen Topf, einen Dippel. Nehmen wir jetzt den hier, stellen den schon mal dahin und jetzt würzen wir unser Fleisch von beiden Seiten mal ein bisschen einsalzen. Frisch gemahlener Pfeffer, selbstverständlich. Gib dem Fleisch jetzt ein bisschen Zeit. Wir geben, aber gib dem Fleisch jetzt. So, gib der Würze jetzt ein bisschen Zeit, um einzuwirken. Aber wir können es auch schon mal direkt in den Topf packen. Und jetzt obendrauf Gemüse und Gewürze, alles, was wir ans Fleisch ranbringen wollen. Ich will es jetzt nicht übertreiben mit irgendwas. Ihr kennt das vermutlich aus den Videos von wegen, wie koche ich ein Jus? Hier oben eine Soße, Grundsoße. Und Schmoransätze, Soßenansätze sind eigentlich immer ganz ähnlich. Wir nehmen hier wunderbares Wurzelgemüse wie Sellerie. Da können wir gerade hier Wurzeln nehmen, die wir sowieso nicht schön geschnitten hätten für späteres Gemüse. Packen das mit rein. Außerdem nehmen wir noch eine Zwiebel,
Hätte man auch einfach ganz reinschmeißen können, ist doch egal. Dauert doch alles Ewigkeiten hier. Das kocht eh 3,5 Stunden, das ist bis dahin alles durch. Nehmen noch 3 schöne Möhrchen, zack, rein. Lorbeerblätter haben wir vorbereitet, Wacholderbeeren einfach hier oben drauf. Jetzt haben wir eine Mischung aus Pfefferkörnern und Koriandersaat. Passt hervorragend, zack, rein damit und ein bisschen Piment. Wollen wir noch eine Nelke mit dazu schmeißen? Nelke wird doch passen, ne? Aber bei Nelke, auch da, die ist halt sehr dominant. Das heißt, wenn wir da 2, 3 Nelken zu viel reinpacken, dann schmeckt der schon wieder ein bisschen wie Lebkuchen. Aber so wie wir das hier machen, ist es selbstverständlich perfekt. Und da könnt ihr euch einfach direkt in die Rezeptur wenden. Aber auch immer ein bisschen gucken, Leute, wie groß ist mein Fleisch, wie viel sind die Portionen, wie viel Wasser habe ich im Topf. Und demnach könnt ihr dann entschließen, wie viel Gewürze mache ich ran. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn die Menschen immer nur auf so Gewürzmischungen achten, weil dann verliert ihr so ein bisschen das Verständnis für, was kann ich woran machen. Leute haben ein Rührei-Gewürz. Da steht drauf, Rührei-Gewürz. Was ist drin? Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer. Was wird noch drin sein? Das war's wahrscheinlich. Und dann machen die Menschen das halt nur an Rührei, weil da steht ja auch Rührei-Gewürz drauf, obwohl du halt diese Gewürzmischung auch an ein Avocado ranmachen kannst oder an Bratkartoffeln oder kannst ja an alles eigentlich ranmachen. Aber die Menschen trauen sich nicht mehr, weil da steht ja dick und fett Bratkartoffelgewürz drauf. Nee, wir machen mal Rührei. Rührei-Gewürz drauf. Und das macht's kaputt. Das ist wie wenn ihr fahrt nach Navi. Dann werdet ihr den Weg niemals lernen. Das ist, ihr müsst hier einfach wieder selbstständiger denken und deswegen habt ein Verständnis für Gewürze und das kriegt ihr hier mit. Ich bin komplett abgedriftet, kann das sein? Das ganze Team, ja. Aber ich hätte auch mir so ein bisschen, in meinem Kopf wäre jetzt so eine Standing Ovation mit Tosenapplaus gekommen. Habt ihr jetzt verpasst im Moment. Ja, nee, wir machen einfach weiter. Kalt ansetzen. Warum, habt ihr auch schon in diversen Videos erfahren. Aber es ist einfach wichtig, dass wir verschiedene Temperaturstadien durchgehen beim Kochen und allem da drin die Zeit geben, die es braucht, um sich geschmacklich zu entwickeln. Genau wie wir die Zeit hatten, uns geschmacklich zu entwickeln. Das ist das Schöne daran, an solchen Koch- oder Schmorgerichten. Das braucht jetzt 2,5 bis 3 Stunden. Und das braucht ihr auch nicht kontrollieren. Das muss einfach nur leicht simmern, vor sich hin simmern. Ihr könnt einen Deckel draufpacken. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Das heißt, der Deckel bleibt auf, damit das Wasser ein bisschen mehr verdunstet. Und in der Zeit könnt ihr andere Sachen vorbereiten. Ihr könnt eure Gäste einladen. Ihr könnt erstmal Freunde finden, die ihr dann als Gäste einladen könnt. Es gibt vieles zu tun und ihr könnt es jetzt anpacken. Kartoffeln selbstverständlich kalt aufstellen. Ihr kennt doch das Spiel. Einfach deswegen, damit sie gleichmäßig durchgaren am Ende. Wenn wir sie jetzt mit viel Hitze aufstellen würden, weil sie direkt in kochendes Wasser werfen, vergleichen die von außen die Stärke und dann isolieren die quasi das Innere vom Äußeren. Und es ist dann schwierig, dass das Innere genauso gar ist wie außen. Deswegen kalt ansetzen, dann hat die Kartoffel wunderbar viel Zeit, um regelmäßig zu garen. Regelmäßig? Gleichmäßig? Korrektur, um gleichmäßig zu garen. Gleichmäßig. Was ich ganz gerne mache ist, weil Gemüse als solches, das ist ja immer ein bisschen schwierig an die ganze Familie weiterzubringen, sprich wir verarbeiten es einfach und machen das klein. Weil meine goldene Regel für Gemüse ist, umso kleiner du es schneidest und den Leuten anbietest, umso lieber wird es genommen. Also, ne, als kleines Beispiel, ein kleiner Trick, Karottensticks einfach vorbereiten mit einem kleinen Kräuterquark und so und morgens mit auf den Frühstückstisch stellen und ich bin mir sicher, auch du als alter Karottenhasser wirst den Stick nehmen und den beherzt durch diesen Kräuterquark oder Schmand durchziehen und essen. Kannst du nicht wenigstens Ja sagen, irgendwie um diese These zu unterstützen? Ja. Ja, cool. Gut. Was wir jetzt machen ist, wir machen es noch kleiner. Sprich, wir nehmen hier so ein bisschen was davon. Das reicht schon. Schälen. Und die Schale kommt einfach hier mit zu unserer Brühe. Und wir haben hier so eine Mandoline, nennt sich das. Ist ein fantastisches Werkzeug, um gleichmäßige Schnitte hinzubekommen. Denn für diese Mandoline gibt es Aufsätze. Das ist also Messer quasi. Und die kann man jetzt einfach hier so reinklemmen. Das heißt, man hobelt jetzt erstmal über das, um dann übers Messer zu gleiten. Sieht das überhaupt jemand? Ist das hier? Man geht hier quasi über das hier und dann übers Messer. Wir schneiden jetzt einfach den Sellerie in ein Stück, was hier rüber passt. Sprich, diese Kante, die kommt ab. Bam, bam. Jetzt kommt hier oben.
Und das ist ein super praktisches Tool, denn jetzt fahrt ihr hier einfach drüber und habt sehr viele geriffelte Selleriestreifen, die ihr eben 0, nichts kurz mal durch die Pfanne ziehen könnt und habt ein wunderbares Gemüse. Und das mischen wir. Es ist wirklich eine QVC-Werbung geworden, ne? Für dieses Gerät. Und das mischen wir einfach mit Karotte und dann habt ihr ein buntes Gemüse am Ende und alle sind glücklich. Karotte. Was haben wir hier? Wunderbares Gemüse, was wir am Ende wie so ein Nest auf den Tafelspitz draufsetzen können. Und packt da schon mal ein bisschen Salz dran, ein bisschen Zucker dran. Säfte treten nach außen, sprich umso weniger Wasser, umso weniger blass ist das Gemüse. Es wird quasi kräftiger, stärker, ist aber auch schon gewürzt. Ist übrigens auch eine fantastische Art, um schnell sich irgendwie einen Salat anzurühren aus so Wurzelgemüse. Denn keiner hat Bock, in so einen Quader Sellerie reinzubeißen. Aber so als dünne Späne für einen Coleslaw oder so einfach mit rein, mit einem Krautsalat. Genial. Jetzt haben wir hier ein wunderbares Fett. Natürlich haben wir ein bisschen was vorbereitet. Wir können es nicht 2,5 Stunden hier einfach warten, bis es fertig ist. Wenn der Tafelspitz leicht aufzuspießen ist, so wie hier. Ba-ba-ba-ba. Und genau so aussieht, wunderschöne Fasern hat, die Brühe lecker riecht, das Gemüse langsam verfällt, dann stellen wir die Hitze aus und lassen den Tafelspitz nochmal einfach ein bisschen im abkühlenden Wasser langsam auskühlen und ruhen. Dann fangen wir jetzt einfach schon mal an mit unserer Soße, nämlich mit der Meerrettichsoße. Wir haben von der Brühe uns ein bisschen was abgeschöpft, die einreduzieren lassen, sprich wir haben auch schon ein bisschen Rinder vor. Und machen jetzt in diesem Topf, wo wir auch den Speck ausgelassen haben, das bringt ja alles nur Geschmack, ist ja gar nicht schlimm. Schmelzen wir jetzt uns ein bisschen Butter. Daraus machen wir jetzt eine klassische Mehlschwitze, indem wir einfach 1:1 Butter mit Mehl verrühren. Und lassen die auch gar nicht so dunkel werden. Es gibt verschiedene Arten von Mehlschwitzen, je nachdem wie dunkel ihr die werden lässt. Und löschen die mit einem Schuss Weißwein ab. Einmal alles aufkochen lassen. Und dann füllen wir das nach und nach mit unserer gewonnenen Rinderbrühe auf. Gehen wir mal probieren, auch gucken, wie viel Salz habt ihr ins Fleisch reingemacht, wie viel Salz ist schon drin, um die Kontrolle zu behalten. Ist immer wichtig, als Herr oder Herrin der Küche die Kontrolle zu bewahren. Jetzt füllen wir auf mit Brühe. Jetzt lassen wir das Ganze mal für 5 bis 10 Minuten langsam köcheln. Dadurch verschwindet auch der Mehlgeschmack und wir bekommen eine richtig schön sämige Soße, die wir dann nach Gusto, mit was auch immer wir wollen, verfeinern können. Wir können ja eigentlich alles reinschmieren, wie Chili-Soße, Wasabi oder in unserem Fall jetzt den Meerrettich. Wenn hier immer dickere Blasen aufsteigen, können wir unsere Soße verlängern. In dem Fall wird es eine schöne Sahne-Meerrettich-Soße. Mixen wir einfach ein und geben jetzt nach und nach unseren Geschmacksträger Meerrettich hinzu, bevor wir das Ganze abschmecken. Lass es einmal aufkochen, damit das Mehl wieder bindet, also die Mehlschwitze. Und dann probieren wir mal unser leckeres Sößchen. Und dann ist es auch schon fertig, das war's. Das ganze Geheimnis hinter einer leckeren Meerrettich-Soße. Wer hätte es gedacht, liegt im Meerrettich. Oder der Machart. Wir haben noch gar kein Salz dran, merke ich gerade. Wenn ihr keinen Wein trinken könnt, dann lasst ihn einfach weg oder nehmt Verjus. Verjus ist so eine Art Wein, auch aus Trauben gewonnen, ohne Alkohol. Gibt es als Essig oder eben als alkoholfreien Weinersatz. So ein bisschen frische Zitrone. Von der Säure. Wir haben jetzt keinen Apfel da, deswegen nehmen wir einfach ein bisschen Apfelessig, um gegenzusteuern. Und wo Säure reinkommt in Form von Essig oder auch Zitronensaft, würde ich immer auch eine kleine Prise Zucker rangeben. Das passt hierzu sowieso, außerdem würzen wir es mit Salz. Mal so 2 große Prisen und selbstredend frisch gemahlenen Pfeffer. Ah, das wird gar köstlich, das sehe ich, das sieht hervorragend aus. Das ist ein schönes Sößchen geworden. Aber ihr wisst es selber, ohne Soße nichts los. Und deswegen, gucken wir, dass hier alles passt. Ist gut. Gut? Sehr gut. Fand sehr gut. Oder willst du noch was ranmachen? Nee, ist richtig gut, geil. Ne? Und wir zeigen euch jetzt mal gleich in diesem Video, warum auch nicht, warum immer noch ein extra Video machen. Die Verwendungsart für das Fett, was wir ausgelassen haben, geben wir jetzt einfach mal einen schönen Schluck hier in den Topf, lassen das heiß werden und da drin, erzähle ich jetzt noch nicht, wir lassen es erstmal heiß werden. Ins heiße Öl kommt jetzt unser Panko und das wird darin richtig schön
kross ausfrittiert. Tada, weg ist es. Nebenbei hacken wir uns von dem Speck, den wir ausgelassen haben, einfach die Stücke runter und verbinden den Brotcrunch mit dem Speckcrunch. Und so haben wir einen wunderschönen Speck-Brotcrunch. Können wir als Topping im Prinzip erstmal auf alles geben. Also wirklich auf Knödel, auf Kartoffeln, auf das Fleisch selber, auf das Wurzelgemüse. Unten drunter, oben drüber, nebendran. Immer geil. Jetzt geben wir das hier auf ein Tuch, um überschüssiges Fett loszuwerden. Und jetzt finalisieren wir das komplette Gericht. Sprich, wir nehmen hier eine kleine Pfanne, packen ein bisschen Knoblauchöl rein und schwitzen da einfach unser Wurzelgemüse von vorhin, erinnert euch, Karotten und Sellerie an. 2-3 Minuten reichen vollkommen aus, dass ihr eine richtig schöne Gemüsebeilage habt. Okay, und hier unsere Kartoffeln. Da packen wir jetzt einfach ein bisschen Brühe und ein bisschen was von unserer Meerrettichsoße rein. Fantastisch. Und im Prinzip war's das. Jetzt schneiden wir unser Fleisch auf. Gegen die Faser. Einfach eine schöne Scheibe runter. Vielleicht noch eine. Ah ja. Gut, dann richten wir an, oder? Jetzt legen wir ein schönes Stück Rindertafelspitz auf den Teller. Kartoffeln drauf. Dann pieren wir das Ganze mit unserer Soße. Setzen hier noch ein schönes Nest an Wurzelgemüse oben drauf. Und servieren dann das Ganze mit frisch geschnittenem Schnittlauch. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen was von unseren Bröseln draufpacken, auf die Kartoffeln. Also das, ich meine, Oma wäre nicht nur stolz auf euch, die würde euch vermutlich nach dem Rezept fragen. So schaut es bei mir aus. So, wenn ihr das riechen könntet, Meerrettichsoße, wunderbar neues, frisch gegartes Wurzelgemüse. Ach, die Brösel, geil, wirklich, das ist lecker, das könnt ihr machen. Ich will alles haben. Es ist wichtig, den kompletten Löffel zu spüren, wie bei The Taste. Einmal alles. Und dann aber auch keine Luft mehr bekommen, weil es viel zu voll war. Boah. Das ist mit dem Crunch auf diesen Kartoffeln. Das hört nicht auf zu quanzen da drin. Das Fleisch ist mega zart. Meerrettichsoße. Ich bin gar nicht so der Meerrettich-Typ. Aber dazu ist es einfach wie auf die 12, wie die Faust aufs Auge. Gemüse, schön frisch. Aber ihr denkt jetzt nicht, dass ihr hier irgendwie einen Salat vor euch habt. Fantastisch. Boah. Also die Oma wäre hier wirklich stolz. Leute, vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Bock habt auf weitere Gerichte, Klassik oder so, schreibt es mal gerne hier unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr auch Teil dieser wunderbaren Familie sein wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Hier unten drunter, gerade neben dem Bild, abonnieren drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir irgendwas hier kochen, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Das ist ein interaktiver Kanal, hier kann jeder mitwirken. Ich sehe alle willkommen. Danke auch an Marvin und Arthur hinter der Kamera. Arthur, danke Arthur. Ja, das ist wirklich gut. Weißt du, das Brunch wäre, wenn wir einfach so wie so Nachrichtensprecher, einfach Ton aus und wir reden dann einfach so. Lass mal weiter. Das Aber du brauchst immer noch so Blätter. Du hast Tackern.